Im Minutentakt produzieren die Mitarbeiter am Barzeller Eierhof Teigwaren. Dafür braucht's frische Eier. Also wir haben 3000 Legehennen am Betrieb und man kann fast sagen, dass jedes Händler am Tag einlegt. Nicht ganz, aber so ungefähr kann man das sagen. Ja, da haben wir so ca. 2600 Eier am Tag. Genau, die was wir dann eben sortieren und verpacken und Teigwaren produzieren daraus. Ja. Wir nehmen den Hartweizengrieß aus Österreich auch alles. Alles, was wir verwenden, ist eigentlich ausschließlich aus Österreich. Und der Hartweizengrieß wird dann eben angemischt zu einem Teig mit den Eiern. Also Volleier, frisch aufgeschlagene Volleier von uns. Und das wird angemischt und falls bald der Teig die richtige Konsistenz hat, kommt er in die Teigwarenmaschine rein. Und da mit der richtigen Matrizen dann, zum Beispiel jetzt die Spiralen, presst man durch die Matrizen, durch die Messingmatrizen, die Spiralen aus. Anschließend kommen die Nudeln in den Trockenraum bei 30 Grad. Die Teigwaren werden dann verpackt. Von Spaghetti bis zu Spiralen. Wir machen auch viel bunte Teigwaren. Da kommt immer ein Spinat und ein Paprikapulver dazu. Also alles ohne künstliche Zusatzstoffe. Und eben mit 7 Freilandeier pro Kilo Teigwaren. Der Barzeller Eierhof ist einer von 350 Genusslandproduzenten in Oberösterreich. Richtig gelagert halten Nudeln bis zu 2 Jahre. Da muss man es halt einfach lichtgeschützt und zu einer gleichbleibenden Temperatur lagern, also in einen Kastel drin und natürlich das original verschlossen, also original verbockt, damit auch keine Luftfeuchtigkeit nicht zu den Teigwaren dazukommt wieder. Die Mitarbeiter produzieren 50 verschiedene Teigwaren. Die Produkte gibt's in Bauernläden, im Handel und direkt ab Hof.